Hallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Borderlands. In der letzten Folge hatten wir das Arena-Match abgeschlossen und das waren drei Level, glaube ich, ja, zwei Level und das Finale. Und hatten uns jetzt hier herbegeben zu, wie heißt das hier, Headstone-Mine, Headstone-Mine in dem Fall wahrscheinlich, um Sledge zu suchen und sind gerade dabei, uns durchzukämpfen durch die Banditen hier. Die jetzt mittlerweile schon Level 17 sind, waren die unten nicht Level 15 und 16? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Dann wird's jetzt ein bisschen härter. Ich brauche Lifesteal auf meinem Faustkampf-Mist. Oh. Übst die Schienen her. Oh, juhu. Eine neue New Use Station. Gerät. Was denn tickert? Maddy, willst du einen Sniper haben? Underground Cable. Ja. Wenn du was Gutes anzubieten hast. Es macht doch nicht so viel Damage, wie ich gedacht habe. Oh ja, die ist gut. Danke. Bitte. Das heißt, du gibst mir so wieder deinen Müll. Der einfach noch Nein, besser ist echt ist gut, das, was aber ich hab. Halt einfach was Besseres. Typischer Wiesi. Oh, die ist viel besser als meine Wackelstäbe. Na komm. Stirb doch einfach. Na komm. Ich will meinen Action-Skill anmachen. Lass ich meinen Action-Skill nutzen. Ich will Leben regenerieren. Doch, duck dich doch nicht, wenn ich gerade schieße. Mann. Ey, wie viel Schaden du machst, wenn du in dem Berserker-Modus bist. Ja. Krass, oder? Ja. Der geht ziemlich gut ab. Oh, das war für mich. Erstmal skillen, ja. Bam! Der war aber auch direkt tot. Na, wenn ich die in den Kopf treffe, sind die mit immer tot. Mit Ema, so blöpp, mit plötzlich Ema, sind sie weg. So einfach so. Verschwunden also sind nichts. Sie. Nichts. Oh, scheiße. Wenn ich ohne Schrotflinte. Lass sie liegen. Brauch keine Sache. Nein, der hatte eine Schrotflinte. Das ist gefährlich, im Nahkampf zu gehen gegen welche, die eine Schrotflinte haben. So. Ist ja keiner weiter? Ist wenig Mann. Los hier, oder? Wo unten sind welche? Warte, lass uns die mal wegsnipern. Da hab ich echt keinen Bock. Geht's denn hier wieder lang? Gibt's nix. Du hast echt keinen Bock. Oh oh. Wie ist der hier hochgekommen? Tiff. Ich glaube über eine Treppe. Oh, da ist eine Treppe auch. Oh, die sind ja. Kein Schild. Geronimo! Schießt direkt ins Gesicht, Alter. Ja, voll in die Fresse. Komm, Schläger. Los, Nahkampf. Jawohl. Nein. Nicht mal. Sie zahlen mir nicht genug, damit ich dir den ganzen Tag wieder auf die Beine helfe. Halt doch die Fresse. Zahlt dir nicht Level. Genug, ich zahl dir gleich mal gar nichts. Was haben wir hier? Na, alles Mist. Ist hier oben irgendwas oder bin ich. Ne, oder? Nö, nee, ist nix. Auch eigentlich komisch. Nur leerer Raum. Ja, eigenartig. Hey, Freunde! Lieber Arbeiter. Miniaturschütze. Ich mag's. Es fetzt. Boah, hier haben wir schon ein bisschen vorarbeitet.
mal gearbeitet. Ihr habt doch schon alles weggeknallt, voll langweilig. Ja, dafür bist du ja als Sniper gut. Also ich. Oh, ein Medikin. Habt ihr das gehört? Willst du dich abknallen lassen? Nein, ich will dich abknallen. Ich treff grad nix. Scheiße. Bleib! Nein! Wer hat ihn getötet? Oh, was? Was? Warum treffe ich den nicht? Weil du ein Kacknoob bist. Bullshit. Sobald ihr hier noch in einem Stein sitzen, kannst du die nicht mehr an den Kopf treffen. Naja, das mit dem Scope zielen und treffen ist ein bisschen eigenartig. Auf jeden Fall. Na. Ah. Bum, bum, bum. Zack, war's weg. Tut, tut, tut. Bevor ich überhaupt schießen kann, wenn du Kenny die alle weg. Kenny so ausrasten, ja. Ah. Oh, nice. Charge Shield. Ist auch nicht schlecht. Das. Zack. Ich hab mal das Schild genommen mit der vielen Kapazität. Bin ja der Tank. Tank. Ja, na klar. Der Tanky Tank. Nee, Schild. Ich hab nicht mal gesehen, dass da ein Schild war. Ja, Kenny hat's ja aber sofort weggenommen. Ich hab's direkt equipped. Hier ist ein Aufzug. Ja, da müssen wir auch hoch zu Sledge, glaube ich, weil hier ist jetzt nichts mehr. Ich bin jetzt nochmal im Kreis gerannt und hier sieht's aus, als wäre nichts mehr. Na gut, wir fahren dann schon mal. Komm, ja, wir super, rein. Danke. Hier muss noch jemand die Schrotfinde einsammeln, sonst geht das Geld verloren. Ach mein Scheiß. Das natürlich Geld. Unbedingt. Los, schnell, lass uns hochfahren. Seid doch so scheiße. Das war mir jetzt so klar, ich kenne dich nicht schon gut kennen. Deshalb bin ich auch nicht rausgerannt. Dich belebe ich nicht hier. Oh, komm! Das wissen. Mal ein bisschen Spaß haben hier. Ja, den Spaß werde ich haben, wenn du elendig verreckst. Während ich neben dir stehe und dich auslache. Ach, guck mal, Feuerfliege, Klassenmod für Sirene. 36 Entzündungsstaaten, 2 Funken-Skill, 1 Phoenix-Skill. Da rechts beim Dr. Zed. Funken-Phoenix. Ich glaube, davon habe ich gar nichts. Ist überhaupt, ich sehe das nicht mehr. Ja, genau, ganz unten. Nee, ist aber beides elementar. Hab ich gar nicht geskillt. Ach, Mist. Ja, aber hätte ja sein können, dass das trotzdem dir was bringt, oder? Ja, danke. Aber der, den ich jetzt hab, ist, glaube ich, sinnvoll. Was? Das ist ein Monstrum. Was? Pass auf, dass es dich nicht berührt. Wir sollen aufpassen, dass es das Monstrum nicht berührt. Da oder da lang? Das ist egal. Ja. Ist egal, glaube ich. Warum bin ich jetzt hier eigentlich noch so? Ich hab so ein bisschen Angst. Ja, sieht witzig aus. Wartet mal kurz. Ja, wir können eh nicht losmachen ohne dich, weil sonst sterben wir hier gegen den Boss und dann war's das. Für welches Level ist der nochmal? 18, glaube ich. Okay. Ne, 17 sogar. Die Quest ist für Level 17. Also wird der Boss auch 17 sein, schätze ich. Oder maximal 18. Wieder Ohr. Aber passt auf, hier kann man, glaube ich, hier unten drunter das Lava oder so. Ach du Scheiße. Oh, ja. Na dann! Nicht, dass ich hier Dinge irgendwie öffne. Oh je, oh je, oh je. Oh Gott. Der hat echt einen Sledgehammer. Oh ne, der hat ein Visier, den kannst du wieder in den Kopf schießen. Sledge, yes, PS2 you guys aren't friends. Wo ist er denn? Alter, was? Wow. Upsala. Ey, da sind ja noch Ampel. Sag das doch mal. Wow. Doch, kannst du den Kopf kritisch treffen. Ach, ihr seid beide am Sterben, sag das doch. Ja, wir sind beide am Sterben. Wir sind beide am Sterben. Nee, ich bin wieder hier. Aber ihr könnt mich garantiert nie wiederbeleben, weil der hier. Ah, ich kann da rechts den Zwerg töten. Sag das doch. Oh, scheiße. Ja, weil der hier so rumprügelt auf dem Boden, das ist ein bisschen nervig. Warte, ich versuch's mal, Melli. Stell dich ganz in die Ecke, bitte. Ja, hab ich.
Das ist ein bisschen nervig, dass er auf dem Boden rumkriegt. Schon gut, ich hab den Psycho getötet. Irgendwie jeder Gegner macht das. Das ist ziemlich nervig. Also jeder von den großen Gegnern prügelt auf dem Boden rum und macht so einen Scheiß. Macht das was? Ja. Wow. Nicht explodieren. Ich hab meine Dingensfähigkeit angeschaltet und hab dann einfach vermöbelt. Ja, natürlich nicht Rotflinte. So ein Bullshit. Ja. Ja, aber ihr nehmt sie doch eh nicht, oder? Wollt ihr es haben? Ich habe noch eine Kiste. Ich probiere sie einfach mal aus. Jedes ist das iridianische Artefakt. Und dann ist da noch Zeug. Geld. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Nö. Ich sag dir, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Zumindest ein Teil davon. Nice. Mhm. Seine Schatzkammer. Interessant. Hier sind noch Kisten. Überall in den ganzen Ecken sind noch irgendwelche Schließfächer und Kisten und so. Aber nur Munitionszeug und Geld und so. Commander Steel. Dann geht's auch nochmal runter. Und hier runter. Und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitz eines solchen Artefakts zieht hohe Strafen nach sich. Ich fordere Sie auf, sich am nächsten Lands Außenposte zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben. Betrachten Sie dies als erste und letzte Warnung. Erste und letzte Warnung. So. Aber eigentlich hat sie recht, wir haben schon angefangen, alle Einheimischen zu töten, als wir hier ankamen. Ja, aber hier damit kann man immer noch nichts machen. Dann ist es wahrscheinlich doch nur zur Deko da. Hier rechts lang. Da sind wir fast wieder am Ausgang. Was trifft mich denn nach so wieder die Kettling? Holt euch die Hurensöhne! Alles klar. Die Schrotflinte ist ja mal mega kacke. Och was? Soll ich Reise initiieren? Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn Visi tot ist. Nein. Lauf, Visi. Die Schrotflinte ist ja mal mega kacke. Du schießt einmal und die schießt automatisch zweimal und die hat ein Magazin von 2. Ja, macht mein Raketenwerfer also, aber auch. Wenn du nicht triffst. Ja, aber dein Raketenwerfer macht wenigstens Schaden, die Schrotflinte macht. Keine Ahnung, 5? Habe ich so das Gefühl? 50. Eigentlich 50 mal 11. Eigentlich gar nicht so wenig, aber. Ach, aber plus 50% Nahkampfschaden. Natürlich nicht schlecht für dich. Ah, die ist trotzdem doof, ja, ne. Da muss ich die auch equipped haben, damit ich das krieg. Ja und? Naja, das zählt für eine Spritztour, Leute. Ja, aber die habe ich da eh nicht equipped, wenn ich meinen Dingenskill anmache, weißt du? Habe ich da keine Waffe equipped. Wenn ich meinen Nahkampfskill anmache. Fuck. Ich steck da die Waffe ja weg und hat nur noch Lefty und Righty. Ja. The Brick. Nitro, geil. Ah, und direkt geht's. Wieder parken. Bam. Ja, wieder perfekt geparkt. Ich bin gerade mit dem Kopf in den Boden gelandet und dann wieder mit dem Kopf rausgesprungen. Beine ragten gerade in die Luft. So richtig billig. Oh, ja, Claptrap, halt doch die Fresse. Darauf trinke ich. Du hast 9 Toes und Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Ich hab Pierce schon bekniet. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach Darl Headland erteilen. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Na schön. Aber erstmal will ich dich fest abgeben. Erforderliche Klasse Berserker. Centurio-Klassenmod. Team maximale Gesundheit. Nice. Abreise aus Firestone. Geh nach Darl Headland und sprich mit Ernest Whiting. Mit Claptrap gesprochen, Ernest gefunden. Claptrap? Claptrap. Erstmal mein Zeug verkaufen. Mist.
Yay, sehr schön. Ich bin jetzt Centurio. Plus 1. Ich bin Überlebenskünstler. Obwohl ich so oft sterbe, bin ich Überlebenskünstler. Finde den Fehler. Defender. Und was ist das Schutzskill? Alle im Schutzbaum oder was? Yay, neue Mission. Finde Bruce McClane. Entferne die menschliche Schädel von den Pfählen bei Titan's End. Das klingt einfach. Bringe die Headstone. Dringe in die Headstone-Mine ein, platziere die Zünde und aktiviere die Sprengkapsel. Ah, also doch noch was damit auf sich. Na, die Pipeline zerstört, genau, das ist doch das. So, jetzt verkaufe ich aber erstmal mein Zeug. Also verkauft ja schon wieder eine Schrotflinte. Ist das doof, ey. Willst du doch keiner haben. Gucken wir mal die Quests an. Wir haben Saboteur Level 18, 18, 15, 15. Also die sind sogar Level 15, die Quests hier. Finde Bruce McClane. Dann machen wir die doch erstmal. Okidoki. Wie ist es Überlebenskünstler? Und Melly's Defender. Der Wenderadius von dem Auto ist echt phänomenal. Ja, super, das war so klar. Was soll denn das jedes Mal? Fuck! Das Auto levelt ja auch nicht cool. Ja, es bekommt auch mehr EP. HP. EP. Wo muss man denn eigentlich hin hier, so richtig? Ach, da drüber. Hui! Oh, Mist. Dann fahren wir doch einfach mal über den Pain. Diesmal bin ich direkt richtig geworden, Mann. Was geht da? Naja, wenn wir hier hin müssen, fahr ich halt einfach über den Felsen. Na, hier hin? Hier irgendwie zu dem Haus oder so. Ach ja, das war in dem Keller, wo ich einmal reinging und dann kamen die Psychos. Ich park auch immer auf Bäumen. Ah! Okay. Los hier, ab in den Keller. Ah. Übertriebener. Finde Bruce McClane. Finde Bruce Zigarettenkiste in der Nähe von Titan's End. Meine Sniper. Gut, dass wir noch nach Titan's End müssen und das erst Sniper gemacht haben. Oh, kann man direkt wieder was verkaufen, hä? Ziemlich beschissene Sniper. Was ist denn eine Deathly Rifle? Oh fuck, jetzt habe ich meinen Action Skill angemacht, das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Du klingst. Der Synchronsprecher hatte bestimmt Spaß. Ich komm nicht mehr durch die Tür durch! Jetzt. Du bist fett geworden, oder? Ich wär dicker, wenn ich den Skill anmache. Oh, das war glaube ich nicht so gut. Ich glaub's auch. Gut, Kenny. Warte, ich hab eine Lösung. Okay. Oh, hier gibt's auch noch Quests, ja. Was braucht man noch in Titan's End? Schädel entfernt. Das ist auch dort. Was ist das? Oh, nicht im Ernst. Ach komm! Ich bin gerade nicht sicher, in welchem Auto ich war. Wo bist denn du? Da. Hier. Mom. Hey, das ist das falsche Auto! Was? Was? Ich hab wieder Auto gewechselt. Achso. Ja, irgendwie kann sein. Okay.
So eine Statue. Was bringt die? Weiß ich nicht. Geld, glaube ich. Guck mal, sind auch noch ein paar Tresore. Medikit. Ja. Medikit. Was will denn dieser blöde Rack hier sagen? So, wo müssen wir denn jetzt hier die Schädel entfernen? Hier müssen wir rein, glaube ich. Ach, hier ist der erste. Wupp. Oh ja, er leuchtet doch grün. Ja. Müssen wir uns jetzt hier wahrscheinlich durchkämpfen. Da ist der nächste. Mhm. So, komm her, mein Freund. Ah, stimmt. Mutierter Mini-Psycho. LOL. Geklappt. Den hier noch. Ihr schießt ein bisschen, ich sammle die Schädel ein, ne? Gute Arbeitsverteilung. Hat jeder was davon. Wenn man treffen würde, ja. Wo ist denn der bitte, der schießt, ey? Oh, hier ist eine Waffenkiste. Das ist mein Zeug. Habt ihr das gehört? Das ist mein Zeug. Das ist eine Shotgun und eine Shotgun. Hier ist noch ein Schädel. Ah. Sammeln wir. Ach, es sind noch ein Schädel. Ey, ich wollte das gerade machen. Hier ist noch eine Waffenkiste und es ist eine Shotgun und eine Shotgun. Und was ganz Neues. Ja. Gut, dass wir alle so viel Shotguns benutzen. Ja, im Laufen habe ich ihn geholt. Cool. No, cool, findest du auch. Ich fand es auch großartig, wie ich den gerade geholt habe. Lapsack. Ach, da ist noch der letzte. Ups, jetzt hast du mich runtergeschubst. Dankeschön. So. Ajo. Da wo wir jetzt kommen. Wir oben nicht. Ach, hey, und jetzt müssen wir noch Produktruf, Zigarre, eine Kiste. Auch hier? Ja, ist hier in der Nähe, glaube ich. Oder? Ah, kleines Stückel müssen wir laufen. Oder wir fahren. Wollen wir fahren? Nö. Okay. Ja, Melly, du bist schneller als wir. Nee, ich war ziemlich weit weg, deshalb dachte ich, ich hole euch mal ein. Ja. Kiduki. Überlebenskünstler, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Hä? Kommt das oder? Oh, was ist denn hier am Start? Da muss ich doch gleich mal meinen Action-Skill anmachen. Knallharter Schläger. So knallhart bist du gar nicht. Auf jeden Fall nicht knallhärter als ich. Du bist einfach ein knallhartes. Irgendwie ist gerade alles explodiert und plötzlich war alles tot. Ja, das war ich. Ich bin explodiert. Kenny ist am Brett, Herr. Hörst du mich schreien? Der ist besser, glaube ich, als meiner. Nee, ist er nicht. Nee, ist er doch nicht. Ist meiner also auch ein bisschen. Eine Zigarettenkiste fehlt noch. Muss irgendwas grün leuchtendes sein. Vorher rumliegen, einfach so. Eh nichts. Nö, das ist aber weiter weg, die hier. Nein, das ist ja nur die Area. Das ist wieder so eine Quest, wie nur in der Region gemacht ist. Zeigt das woanders an. Ja, bei mir zeigt das auch irgendwie. Ja, dort vorne, ja. Am Rand von der Map. Hat es mir das die ganze Zeit schon angezeigt. Die ersten zwei Sachen waren hier vielleicht auf den Kisten oben drauf. Na, vielleicht oben hier ist so eine Brücke und so, weißt du. Wie willst du dann kommst du dort hin? Na, kommst du hier hinten hoch? Nee, oder? Dann musst du hier vorne irgendwo hochkommen. Dort. Ja gut, kann sein, dass das die letzte ist. Dass die doch dort oben liegt. Oder dass in dem Fall die erste war. Geht ja links und dann rechts. Warte, da hoch? Das ist die Frage. Wahrscheinlich vielleicht von dort drüben. Ja, außen vielleicht. Ja, hier, ja. Sieht gut aus. Ja, mal hier hochhüpfen, wie es aussieht. Ganz schön versteckt, ey. Sneaky Beaky. Sneaky Beaky like. Naja, liegt sie doch. Und Schädel. Und eine Waffenkiste. Wetten, sind drinnen eine Schrotflinte und eine Schrotflinte? Nee, eine Pistole. Eine. Wow. Ja. Eine weiße. Geil. Ziemlich schlechte. Mhm. So, haben wir doch auch schon wieder die Quest abgeschlossen und die Folge ebenso.
Dann haben wir jetzt hier fast alle Nebenquests erledigt, oder? Dann würde für die nächste Folge anstehen der Saboteur, dass wir noch die Sprengladungen anbringen in der Mine. Und dann haben wir, denke ich, alles erledigt und können dann abreißen aus Firestone. Und zwar nach, keine Ahnung, wo es dann hingeht. New Haven geht's dann. Schön, dass ihr reingeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Tschüss!